Es wird ein Tag voller Überraschungen für die Braunbären im Wildpark Lüneburger Heide. Die erste Aufmerksamkeit für den 12 Jahre alten Patsy ist ein rohes Ei. Ein Leckerbissen, den es nicht jeden Tag gibt. Die Tierpfleger verwöhnen die Bären heute etwas mehr als sonst, damit sie ruhig und bei guter Laune bleiben. Bei Patsy scheint das auch zu funktionieren. Er läuft arglos in die Freianlage. Die Bärendame Paula ist da schon etwas misstrauischer. Sie scheint zu wittern, dass heute etwas in der Luft liegt. Am Morgen schon frische Eier und dann noch einen übrig gebliebenen Tannenbaum, das ist einfach zu viel des Guten. Das nadelige Gestrüpp rangiert ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Gaumenfreuden. Die hingebungsvolle Fressorgie nutzen derweil die Tierpfleger, um den unangenehmen Teil des Tages vorzubereiten. Warum findet das hier alles im Verborgenen statt? Das findet nicht im Verborgenen statt, nur ein bisschen abseits von den Bären, damit die nicht unbedingt sehen, was wir hier machen. Weil die sind ja nicht gerade dumm und die erkennen schon, was wir hier in der Hand haben. Sie sollten sich möglichst wenig aufregen und wenn sie nichts davon wissen, dann regen sie sich auch nicht auf. In dieser Spritze steckt so viel Betäubungsmittel, dass es reichen würde, 10 ausgewachsene Männer in Tiefschlaf zu versetzen. Den gut genährten Pets wird es nur für eine knappe Stunde außer Gefecht setzen. Die Narkose muss heute sein, da die Braunbären an diesem Tag vom Tierarzt untersucht werden sollen. Treffsicher setzen die Tierpfleger innerhalb weniger Sekunden die Narkosepfeile in die Hinterteile der beiden Bären. Trotz des dicken Fells und der Speckschicht reagieren die Tiere empfindlich auf die Pfeile. Nach dem Schreck und der Verwunderung, woher der plötzliche Stich kam, zeigen die beiden, wie viel Geschwindigkeit ein Bär entwickeln kann, der rund eine halbe Tonne wiegt. In vollem Galopp ist so ein Braunbär wesentlich schneller, als ein Mensch laufen kann. Hier im Gehege gibt es jedoch kein Entkommen vor dem Narkosemittel, das die beiden innerhalb weniger Minuten einschlafen lässt. Vorsichtig prüfen die Tierpfleger mit einem Besen, ob Paula tatsächlich betäubt ist. Ist die Narkose zu gering ausgefallen, kommt es schon mal vor, dass das Tier während der Behandlung wieder wach wird. Alles scheint in Ordnung, freie Bahn für den Tierarzt. Der beginnt mit der Untersuchung der Ohren. Hier nisten sich oft Ungeziefer und Milben in das dicke Fell. Die kommt aber wieder. Die Ohren sind in Ordnung, oder? Ja, sieht gut aus. Sehr gut. Können wir sogar nicht was abgeben. Wir sind in der Narkose immer sehr geräuschempfindlich. Wenn wir in den Gehörgang reingehen, dann reagieren die sofort empfindlich auf jeden kleinen Laut. Nach der Untersuchung bekommt Paula noch einen Mikrochip eingepflanzt. Eine Vorschrift für Zootiere, so sind sie immer wieder anhand einer Zahlenkombination in dem Chip zu erkennen. Drücken und rausfinden, im Zustand rausziehen. Paula ist kerngesund. Eine weitergehende Behandlung ist nicht nötig. Jetzt ist Patsy an der Reihe. Die Untersuchung am Kopfende fällt hier extrem vorsichtig aus. Was hat er jetzt? Er hat so ein bisschen Ohrentzündung. Er hat auch ein bisschen im Kopf gewackelt immer. Und er hat mit Sicherheit ein paar Milben in den Ohren sitzen. Gut. Okay, ist ein bisschen. Krallen sehen gut aus. Was hast du dazu gehört? Also, ja, müssen wir mal genauso lang sein, dass sie gerade den Boden berühren. Ja, kann er sich ja hier im Gehege auch gut abnutzen. Ja. Rund eine halbe Stunde später erwachen die beiden Braunbären wieder aus der Narkose. Sie werden diesen Tag, der eigentlich so gut begann, eher dösend und mit leichten Kopfschmerzen zu Ende bringen. Immerhin für den großen Braunbärmann im Wildpark Lüneburger Heide hat heute ein ganz neues Ohrengefühl begonnen.